Unser Abenteuer beginnt mit einer Gefangennahme, die auf dem Richtblock enden sollte. Gerade als der Henker zum Schlag ansetzte, geschah ein Wunder in Gestalt eines schwarzen Drachen. Wie ist das möglich? In der aufkommenden Panik gelingt es uns, mit einigen anderen zu fliehen, während wir erste Kampferfahrungen sammeln. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! So treffen wir bald in Flusswald ein. Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber zunächst treffen wir auf einen Händler, dessen goldene Klaue gestohlen wurde. Ihm diese zurückzuholen erweist sich allerdings als sehr schwer. Neben Skevern, Riesenspinnen und Lügnern kämpfen wir nämlich auch gegen Untote. Bevor wir die goldene Klaue zurückbringen können, treffen wir noch auf eine geheimnisvolle Schrifttafel. Anschließend fragen wir die Bürger von Flusswald über den Drachenangriff aus, doch auch sie wissen nichts. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. So heißt unser nächstes Ziel also Weißlauf. So nehmen wir einige Strapazen auf uns und erreichen nach einer Weile Weißlauf. Eine Nacht gönnten wir uns Ruhe, dann besuchten wir die Drachenfeste und trafen dort auf Jarl Balgruuf, den wir über den Drachenangriff unterrichteten. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ich werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Muss sofort kommen. Ein Drache ist ganz in der Nähe gesichtet worden. Ein Drache? Wir schließen uns den Soldaten des Jarls an und eilen zum Platz des Geschehens. Auge um Auge kämpfen wir tatsächlich mit einem weiteren Drachen. Und uns gelingt der Sieg. Dorakin, nein! Freude tritt dennoch nicht auf unser Gesicht. Vielmehr ist es Furcht und Erstaunen. Das Fleisch des Drachen schmilzt von seinen Knochen und eine unheimliche Macht durchflutet unseren Körper. War das die Seele eines Drachen? Sind wir in der Lage, diese aufzunehmen? Sind wir das legendäre Drachenblut? Was für eine Macht ist das? Ja, sind wir. Doch in Weißlauf angekommen? Alles, was wir machen, ist zu tun. Ist es egal, was ihr macht? Scheint der Himmel Dovahkiin, Drachenblut, zu rufen. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Uns ist diese neue Aufgabe erstmal ein wenig suspekt, weshalb wir uns den Gefährten anschließen. Eine gesellige Söldnertruppe. Bis wir das Vertrauen der Gefährten gewonnen hatten, wurden wir erst einmal mit kleinen Missionen abgetan. Später machten wir uns mit Schildschwester Farkas auf den Weg, um gegen die Silberne Hand vorzugehen. Ein Feind der Gefährten. Dabei gerieten wir in einen Hinterhalt und entdeckten ein dunkles Geheimnis der Gefährten. Was war das? Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. Den Hinterhalt überlebten wir und wurden dann aufgrund unserer Leistungen in den Zirkel befördert. So soll es sein. Nun, Junge, ihr gehört jetzt zu uns. Ich glaube, ihr werdet uns nicht enttäuschen. Das führte nicht nur dazu, dass wir selbst zum Werwolf wurden, sondern uns wurde auch erklärt, wie das Werwolfsblut überhaupt in die Reihen der Gefährten gelangte. Gefährten gibt es seit beinahe 5000 Jahren. Das Bestienblut ist erst seit ein paar hundert Jahren ein Problem. Einer meiner Vorgänger ging einen Handel mit den Hexen des Schluchtweiherzirkels ein. Wenn die Gefährten im Namen ihres Gebieters Fürst Hesina auf die Jagd gehen würden, dann würden wir große Macht erhalten. Die Krankheit beeinflusst nämlich nicht nur unsere Körper. Sie dringt auch in den Geist ein. Nach dem Tod beansprucht Hesina die Werwölfe für seine Jagdgründe. Aber ich bin ein wahrer Nord.
Mein Geist soll in Sovngarde zu Hause sein. Unser Ziel war ein Hexenkopf, der Kordlak durch ein bestimmtes Ritual befreien würde. Als wir wieder in Weißlauf ankamen, gab es schlechte Neuigkeiten. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvaskr angegriffen. Wir konnten sie abwehren. Aber der alte Kordlak, er ist tot. Wutentbrannt machten wir uns mit Vilkas auf den Weg, um die silberne Hand endgültig auszurotten und überrannten sie ganz einfach. Dann wurde es Zeit, Kordlak die letzte Ehre zu erweisen. Der Alte hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. Und so machen wir uns auf den Weg, Kordlak einen letzten Gefallen zu tun. Wir treffen tatsächlich auf seine Seele und uns gelingt es, sie von dem Wolfsgeist zu trennen. Nachdem wir den Wolfsgeist besiegt haben, ist Kordlak frei. Aus Dank erklärt er uns zum neuen Anführer der Gefährten. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Nachdem wir uns kriegerisch verbessert haben, machen wir uns daran, 7000 Stufen zu erklimmen, um in Hochrodgar anzukommen. Dort warten nämlich die Graubärte schon eine ganze Weile auf uns. Sie lehren uns einige Worte der Macht, welche wir dank unserer Fähigkeit als Drachenblut sofort verwenden können. So wird unser Schrei unerbittliche Macht noch mächtiger. Und wir sind in der Lage, blitzschnell von einem Ort an den anderen zu gelangen. Zum Abschluss unserer Ausbildung bekommen wir noch eine Aufgabe, und zwar sollen wir das Horn von Jürgen Windrufer besorgen. Gemeinsam mit Lydia haben wir schon viele schöne Zeiten verbracht. So auch in Ustengraf, wo wir uns nach und nach immer weiter vorwagen, Rätsel lösen, gegen Draugre kämpfen und Frostspinnen grillen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Doch am Ende erwartet uns kein Horn, sondern lediglich eine Notiz. Drachenblut, ich muss mit euch sprechen. Dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Doch bevor wir uns zu diesem Treffen bewegen, passiert ein Unglück. Lydia stirbt. Wir trauern lange um den Verlust. Doch das Drachenblut wird gebraucht. Ihr wart ein guter Freund für mich. Das bedeutet mir etwas. So setzen wir mit Farkas an unserer Seite und Lydia in unserem Herzen unsere Reise fort. Wir erleben zwar einige Abenteuer mit Farkas, doch auch dieses Glück hält nicht lange. Auch Farkas erwischt es und wir landen in einem tiefen, schwarzen Loch, das so ist wie ein Sumpf. Wir kommen einfach nicht mehr heraus. Doch uns wird nach und nach bewusst, wie wichtig unsere Aufgabe als Drachenblut ist, wie wichtig die Aufgabe ist, Himmelsrand von den Drachen zu befreien. Und so treffen wir, wie der Zufall es will, auf einen unsterblichen Begleiter, den Echsenmensch Derketus. Gemeinsam gehen wir der geheimnisvollen Notiz nach und treffen in Flusswald auf Delphine. Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Drachen kehren nicht einfach zurück, sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Delphine hat entdeckt, wo der nächste Drache wiederbelebt werden soll. Als wir an diesem Ort angelangen, sehen wir bereits den großen schwarzen Drachen. Alduin, den Weltenfresser, der dabei ist, einen Drachen wiederzubeleben. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir ab, was ist schlimmer als ich dachte. Oh.
Huantit Fokria Srixejun Krusik. Geh, Salabnir, Kalimir. Als wir diesen sofort wieder töten und seine Seele in uns aufnehmen, vertraut Delphine uns endlich und offenbart ihre wahre Identität. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Doch zuvor müssen wir unsere Fähigkeiten noch optimieren und bringen den Graubärten das Horn von Jürgen Windrufer. Als Dank lehren sie uns das dritte Wort von unerbittlicher Macht. Und das hat es in sich. Fußbruder! 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 Gemeinsam mit Delphine versuchen wir herauszufinden, wer für die Rückkehr der Drachen verantwortlich ist. Viel Glück. Delphine vermutet die Talmor dahinter und so schleichen wir uns auf eine ihrer Feiern, um dort nach geheimen Informationen zu suchen. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Doch wir bleiben nicht lange unerkannt und müssen uns einigen Kämpfen stellen. Doch wir werden fündig und es stellt sich heraus, dass Delphine Unrecht hatte. Doch zumindest erfahren wir dadurch von einem weiteren Mitglied der Klingen. Espern? Er lebt! Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Espern soll sich in den verwinkelten Gängen unterhalb von Rifton aufhalten, dem Rattenweg. Wir finden ihn zwar, doch er will uns zunächst nicht hineinlassen. Verschwindet! Durch eine Art Geheimcode von Delphine gelingt es uns aber doch, ihn zu überzeugen. Und so eskortieren wir ihn nach Flusswald, wo die beiden Klingen aufeinandertreffen. Ha! Ha! Schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Und sich mit Espern zusammenzutun, stellt sich als kein Fehler heraus, denn er hat einen Plan. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Hier haben sie Alduins Mauer erbaut, um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Schließlich gelangen wir auch in den Tempel der Himmelszuflucht, dem ehemaligen Hauptquartier der Klingen. Nur mit dem Drachenblut kommen wir weiter voran. Es bewegt sich. Euch gebührt die Ehre, den Tempel der Himmelszuflucht zuerst zu betreten. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. So stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. So fragen wir diejenigen, die sich am besten mit den Schreien auskennen. Die Graubärte. Ich kann ihn euch nicht lehren, weil ich ihn nicht kenne. Er wird Drachenfall genannt, aber seine Worte der Macht sind uns unbekannt. Nur Partonax, der Meister unseres Ordens, kann diese Frage beantworten, so er sich denn dazu entscheidet. Partonax lebt auf der Spitze des Berges. Um das raue Wetter, das uns begegnen wird, überstehen zu können, wird uns ein neuer Schrei beigebracht. Dann kommen wir an unserem Ziel an und begegnen Partonax. Ein Drache. Aber kein feindlicher, sondern ein sehr aufgeschlossener, der uns weiterhelfen kann. Drem Yolok, seid gegrüßt, Wunduneg. Ich bin Partonax. Was wollt ihr von mir wissen? Ihr sucht eine Waffe gegen Alduin. Aber ich kenne den Tum, den ihr sucht, nicht. Hier haben die alten Zungen, die ersten sterblichen Beherrscher der Stimme, Alduin im Kampf gestellt und besiegt. Die Nord jener Tage wandten den Drachensturzschrei an, um Alduin auszuschalten. Aber das war nicht genug,
Ork, Mulag und Slad. Es war die Kel, die Schriftrolle der Alten. Sie haben sie angewandt, um ihn hilflos den Strömungen der Zeit auszusetzen. Es ist ein Artefakt von außerhalb der Zeit. Es existiert nicht, doch es hat immer existiert. Rach, Vachlan, sie sind Fragmente der Schöpfung. Mit der Schriftrolle der Alten, die zum Zertrümmern der Zeit verwendet wurde, könnt ihr zurückgehen zum anderen Ende der Bruchstelle. Ihr könntet Drachensturz von denen lernen, die ihn geschaffen haben. In der Zaubererakademie von Winterfeste erhalten wir weitere Informationen über die Schriftrollen. Schriftrollen der Alten sind Instrumente des enormen Wissens und besitzen ungeheure Macht. Um eine Schriftrolle der Alten zu lesen, braucht man einen hochgradig ausgebildeten Verstand oder riskiert, dem Wahnsinn zu verfallen. Selbst dann nehmen die Göttlichen dem Lesenden als Preis sein Augenlicht von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Somit ist Septimus Signus also unser Ziel. Und wir finden den Dwemer-Verrückten. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Um nach Schwarzweite gelangen zu können, müssen wir erst einmal eine Zwergenruine durchqueren. Dort begegnen wir Gegnern wie Falmer, Zwergenzenturius und sogar normale Menschen. Wurst, Rudder! Auch sie schienen in irgendeiner Art und Weise hinter dem Dwemer-Artefakt her zu sein. Durch ein Objekt, was uns Septimus mitgegeben hat, können wir einen Zwergenmechanismus aktivieren, der eine Treppe nach unten öffnet. Doch an dieser Stelle endet unser bisheriges Abenteuer, denn wir setzen den Weg nicht fort, sondern gönnen uns erst einmal eine Ruhepause in unserem Haus. Und genau da geht das Abenteuer mit euch weiter. Und damit ein herzliches Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel von Skyrim. Zusammen mit Ria hier und ich habe lange drüber nachgedacht, ob wir Ria beibehalten sollen oder nicht. Ria hat uns ein Momentchen begleitet, nachdem Lydia und Farkas gestorben sind. Und auch der Ketus uns nicht gerade gut behandelt hat. Wir erinnern uns. Ihr kommt von außerhalb, ihr seht gefährlich aus. Das wird genügen. Alles klar. Ich dachte, ich sehe süß aus. Der Ketus, du hast mich angelogen, oder? Du hast mir all die Geschichten, die du mir immer ins Ohr geflüstert hast, Ich will dich nicht mehr sehen. Geh, der Ketus, geh. Ja, nachdem habe ich eben eine neue Gefährtin und auch gleichzeitig eine neue Frau gesucht. Wir hatten dann kurz Mjoll an unserer Seite, aber haben uns dann letztendlich für Ria entschieden, aber guckt sie euch an, sie hat keine Chance, dass sie unsere Frau werden wird. Ich habe auch einen lustigen Vergleich nochmal angestellt zwischen Lydia und Ria. Vielleicht blende ich das hier auch nochmal ein. Und man sieht doch einfach, wer von beiden besser aussieht. Sie kommt niemals an Lydia heran. So, wir reden mit ihr. Ich habe ihr ihre Sachen schon weggenommen, die ich ihr gegeben hatte. Die Klingenrüstung, die wir im Tempel der Himmelszuflucht gefunden hatten. Hier trennen sich unsere Wege. Ja, werde ich bestimmt nicht machen, Ria. Tut mir leid. Und ja, ich muss einfach einsehen, dass ich vielleicht bei der Sache mit der Ketus ein wenig überreagiert habe. Und wir ihn deswegen vielleicht einfach suchen sollten. Und vielleicht auch uns entschuldigen. Was benötigt ihr, mein Freund? Und ihn darum bitten sollten, dass er zurückkehrt zu uns. Wo wir gerade drin waren, ist übrigens unser Haus, wie ihr ja gehört habt. Hier sieht man es nochmal von außen.
Und auch da würde ich mir so langsam mal ein neues Heim suchen wollen. Ria, jetzt hau endlich ab. Komm. Du bist schon viel zu lange hier, Fräulein. Viel zu lange. Gut, und da ich glaube, dass der Ketus am Dunkelwasserpass auf uns wartet, reisen wir einfach mal hierhin. Und hoffen, dass er da ist. Gut, wir sind doch schon direkt da und gehen rein. Okay, ich hoffe, wir sind hier richtig. Und an dieser Stelle kann ich auch einfach nochmal erklären. Oh, Moment. Falmer, okay. Beschworene Schwerter. Wir beschwören erstmal ein bisschen die Schwerter. Und dann machen wir dich hier fertig. Was mir in dem Moment auch noch einfällt, ist natürlich wieder, dass ich vollkommen unvorbereitet starte. Und zwar, das hätte ich jetzt aber sowieso gezeigt, Einstellungen, Novize ist nur drin, weil ich viel Stoff für die Zusammenfassung brauchte. Wir haben immer auf Experte gespielt und ich stelle jetzt einfach mal hoch auf Meister. Das heißt, ein Schwierigkeitshöher als in den letzten 220 Folgen. Und mal gucken, wie das jetzt so läuft dann. Bin ja mal gespannt, ob wir das überhaupt packen. Wenn hier schon wieder Fahnen mehr drin sind, gegen die wir agieren müssen. Damit habe ich ja jetzt eigentlich fast gar nicht gerechnet. Aber komm mal her. Komm her. Oh Gott, hier sind mehrere. Halten aber ein bisschen aus, ne? Komm hier, komm. Komm, 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 komm. Und ich muss mich auch erstmal wieder an diesen Schwierigkeitsgrad gewöhnen. Ich hoffe, du bist der Einzige hier. Komm her. Ach du Scheiße, du hältst viel aus. Du hältst ziemlich viel aus. Feuertronarchen beschwören. Oh Mist, da sind noch mehr. Von der Sorte. Verdammt. Schnellheilung wäre ganz gut. Können wir uns nochmal ein bisschen regenerieren. Okay, so. Und jetzt viel Magika haben wir nicht mehr. Aber vielleicht reicht es noch für einen Feuerball. Gut, der hat gesessen. Wunderbar. Und dann gehen wir hier einfach mit dem Bogen weiter rauf. Oh Mist. Kaurusviecher sind da schon hinten. Die kommen da schon. Wir müssen erstmal den hier irgendwie außer Gefecht schalten. Außer Gefecht nehmen. Alter, das ist ja jetzt extrem schwierig beim Meister. Komm, oh oh. Mein Feueratronach ist schon weg, ne? Hier, komm. Oh Mist, wir wurden jetzt auch von den Pfahlen ja schon getroffen. Das ist ganz und gar nicht gut eigentlich. Okay, wir brauchen Waffen. Wir brauchen richtige Waffen, nicht erst beschwören. Wir haben nämlich kaum noch Magika, wie man unten an der blauen Leiste sieht. Okay, haben wir auch eine Seele gefangen. Das ist dieses, bedeutet dieses andere komische Geräusch. Okay, kurz mal verstecken. Jetzt müssen wir uns einen holen. Am besten den hier. Die sind nämlich sehr gefährlich hier, die Kaurus-Viecher, wie wir sehen. Ach du Scheiße, 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 Scheiße. Wir sind auch extrem vergiftet, glaube ich. Komm, 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 gegenhallen, gegenhallen, gegenhallen. Oh Gott, gerade so geklappt irgendwie. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Fuck, ist das schwierig jetzt. Ist das scheiße schwierig. Okay. Wenn hier einer rumguckt. Fuck, ich kann nicht einfach so nach vorne stürmen. Komm her, komm her. Komm her, stirb, stirb, stirb. Oh Gott, du hältst noch so viel aus. Stirb. Oh, wow, gerade so geschafft. Scheiße, wird das anstrengend. Das habe ich nicht gedacht, dass Meister so schwierig wird. Aber wenn wir schon hier ziemlich einstecken müssen. Holy, holy, holy. Ob ich mir da nicht ein zu hohes Ziel gesteckt habe? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, nehmen wir ruhig. Ich weiß nicht, was wir nehmen. Vielleicht erstmal die Feuerblitze. Okay, wir speichern vielleicht an dieser Stelle auch schon mal. Spannend, spannend. Ist nur die Frage, ob der Ketus wirklich hier war oder ob wir jetzt umsonst hier lang gehen. Ich kann mich gar nicht so genau daran erinnern, an diesen Ort. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe nur, es kommt nicht noch zu viel. Oh doch, wir sind richtig. Zumindest war der Ketus hier mal. Hier, bitteschön. Oh, Mist, ausgewichen auch noch. Au. Falmer Kriegshetzer. Okay. Beschworene Schwerter. Oh, fuck. Fuck, 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 der hat... Verdammt, ich dachte, er wäre hier hinter gleich. Oh, oh, komm her. Okay, das funktioniert im Moment wunderbar, wie ihr seht.
Ich bin doch echt aufgeregt. Oh Gott, Mann. Scheiße, ist das schwierig. Heil mich, heil mich, heil mich. Beweg dich bloß nicht. Er bewegt sich. Zum Glück können wir das am roten Punkt oben ein bisschen erkennen. Okay, jetzt kommt er von da. Warte mal, wir brauchen erstmal ein Feueratronarchen. Fuck. Guckt euch an, wie viel das abzieht. Nur ein so ein Angriff. Komm her, komm her. Stirb. Stirb. Stirb, einfach stirb. Komm, stirb. 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 Bloß nicht zaubern lassen. Nicht zaubern, habe ich gesagt. Deine Angriffe sind, glaube ich, nicht so stark, aber deine Zauber. Oh, wow. Scheiße. Das wird viele Fails geben, glaube ich. Das wird sehr, sehr viele Fails geben. Oh, Mann. Vielleicht nochmal kurz erwähnt. Habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt. Ich glaube, ich wollte es sagen. Warum das Ganze jetzt mit einer neuen Staffel startet. Schamanenschlüssel, okay. Der Ketus, bist du hier? Ganz einfach deshalb, weil... Weil ich auch neuen Zuschauern einfach die Chance bieten möchte, wieder einsteigen zu können. Oh Gott! Wo zum Teufel kommst du her? Oh Gott, wo kommst du her? Zwei Stück auf einmal? Okay, komm, die kriegen wir doch irgendwie. Könnte man denken, es sind ja nur normale Fallmänner, ne? Könnte man denken. Aber irgendwie wird hier gerade alles spannend. Komm, stirb. Lass mich bloß hier raus. Sehr gut, den haben wir. Okay, haben wir beide. Oh, wow. War es das jetzt mit den Fallmänner? Wäre eigentlich ganz cool, ne? Wenn es das wäre. So, wir nehmen noch Gold mit Granatstein, bringt ein bisschen Geld. Komm jetzt, hier war doch, glaube ich, irgendwo ein Schalter oder so damals, oder? Wo wir der Ketus hier befreit hatten. Oder ist der Ketus hier oben weiter? Ich weiß es nicht, wo wir den kleinen Racker finden werden. Schwierig, schwierig. Und ja, viel werden wir in diesem Part sowieso ohnehin nicht schaffen. Denn die Zusammenfassung hat ja schon viel, viel Zeit weggenommen. Aber spätestens im nächsten Part werden wir dann, denke ich, einigermaßen vorankommen. Hier ist der Hebel. Der was genau gemacht hat. Bin mir nicht so richtig sicher. Ich muss ihn nochmal aktivieren. Oh. Ah, okay. Und hier unten war dann der Ketus. Hast du dich hier wieder eingesperrt, mein Freund? Bist du noch hier? Nein, der Ketus ist nicht mehr da. Aber in der Truhe ist wieder Gold. Das ist gut. Ja, wenn ihr wisst, wo sich der Ketus jetzt aufhält, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und was ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben könnt, ist, wie ihr diese Zusammenfassung fandet. Ob euch die geholfen hat, wenn ihr jetzt zum Beispiel noch nicht geguckt habt. Das könnt ihr nämlich auch gerne reinschreiben. Habt ihr Skyrim bisher schon verfolgt oder seid ihr jetzt neue Zuschauer? Also Skyrim bei mir verfolgt oder kennt ihr Skyrim vielleicht auch generell gar nicht? Und ganz wichtig, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht versteht, dann... Oh Gott, sind das große Viecher hier. Aber wir können ihn so ein bisschen zurückstoßen. Durch unsere Feuerbälle. Gut. Große Fallen. Was wollte ich jetzt... Wo war ich denn gerade in welchem Satz? Ich weiß es nicht mehr. Es ist viel zu früh am Morgen zum Aufnehmen. Wozu ist dieser Hebel gut? Okay. Hätten wir den also auch so fertig machen können irgendwie, ja? Okay, wunderbar. Ich komme hier nicht mehr durch. Doch, komme ich. Alles... in bester Ordnung. Ich glaube, wir müssen auch mehr schleichen. Und uns mehr Strategien überlegen ab sofort. Gut, gut möglich. Oh, guck mal, da unten. Stirb. Stirb. Habe ich gesagt. Okay, ich glaube, dafür reicht unsere Magika nicht so richtig aus. Um den hier wegzumachen, nur damit. Zumal hier auch irgendwo anders noch ein zweiter Bogenschütze ist. Okay, jetzt haben wir schon nichts mehr.
Na gut, dieses Bogenduell hier noch zum Abschluss. Wo ist denn der andere? Wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Irgendwo hier drü... Ah, da hinten. Ah, verdammt. Wir müssen uns erstmal irgendwo ein bisschen verstecken. Und ich sehe den jetzt. Ach, da hinten. Okay, wir können ja auch so ein bisschen zoomen. Und die Zeit verlangsamen vor allem dadurch. So, komm. So kriegen wir ihn, denke ich. Kostet zwar ein bisschen Ausdauer, das ist die grüne Anzeige. Oh Mist, ja, da hat man den Fall schön in Zeitlupe gesehen. Ist egal, ich denke, wir haben so einigermaßen alles unter Kontrolle. Eigentlich ganz lustig so mit dieser Zeitlupe, oder? Und vor allem schlägt es ihn auch wieder ein bisschen zurück. Okay. Klappt ganz gut im Moment. Palmer-Pfeile benutzen wir auch. Okay, jetzt haben wir im Moment keine Ausdauer mehr. Gut, den hätten wir. Dann müssen wir uns um den hier unten irgendwie kümmern. Da ist es auch ganz gut, wenn wir einen Begleiter wieder hätten. Der Ketus zum Beispiel. Aua. Irgendwie treffe ich den gerade nicht, oder? Jetzt habe ich ihn mal. Unser Bogen ist übrigens verzaubert, deswegen glänzt er so ein bisschen so. Au, genau reingelaufen. Sehr gut. Komm, jetzt nochmal nachsetzen. Nochmal. Einmal noch. Und dann reicht es vielleicht schon. Sehr gut, ein Finisher. Bam, genau ins Gesicht. Und damit beenden wir den Part für heute. Oh, sogar aufgestiegen nochmal in Schießkunst. Und ich gucke nochmal nach, wo der Ketus ist. Vielleicht schreibt es mir auch in netter Weise in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Da dann ohne riesige Wiederholung der 220 Parts am Anfang. Ich freue mich drauf auf dieses alte, neue Projekt, wie man auch immer möchte. Oder neue, alte Projekt ist es ja im Prinzip, ne? Ich würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Part ein bisschen weiterempfehlen würdet, wenn ihr meint, er war gut und ihr euch auch auf dieses Let's Play so sehr freut, wie ich mich. Dass wir einfach noch ein paar mehr Zuschauer in Skyrim bekommen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und zwar ist das dann... Das kommt jetzt am Donnerstag raus, dann dürfte es am Sonntag soweit sein mit dem nächsten Part. Bis dahin und tschüss!